Hallo, ich möchte euch mal den Song Monster von Culture Candela auf der Ukulele zeigen. Und zwar brauchen wir hier 4 Akkorde. Einmal E-Moll, einmal G-Dur, D-Dur und A-Dur. Ja? So, E-Moll greift hier im ersten Finger, zweiter Bund, unterste Seite, zweiter Finger im dritten Bund, zweite Seite von unten und den dritten Finger im vierten Bund, zweite Seite von oben, E-Moll. Dann brauchen wir G-Dur. G-Dur ist der erste Finger im zweiten Bund, zweite Seite von oben und der zweite Finger ist ebenso im zweiten Bund, unterste Seite und der dritte Finger ist im dritten Bund, zweite Seite von unten. G-Dur, dann brauchen wir D-Dur, da sind alle Finger im zweiten Bund. Der zweite Finger ist auf der obersten Seite, der dritte Finger ist auf der zweiten Seite von oben und der vierte Finger auf der zweiten Seite von unten. Dann brauchen wir noch A-Dur, zweiter Finger ist auf der obersten Seite im zweiten Bund und erster Finger ist auf der zweiten Seite von oben im ersten Bund. A-Dur. So, die Schläge mit der rechten Hand ist runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch. Wobei aber hier der zweite und der vorletzte Schlag so abgestoppt wird. Mit dem Handballen direkt abgestoppt. Ja? Also ich spiele es mal ganz kurz vor. Nochmal. So, und in der Strophe spielen wir 4 Takte E-Moll, ein Takt G-Dur, ein Takt D-Dur und ein Takt A-Dur. Ich spiele es mal kurz vor. Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Roll auf die Piste, denn ich muss mit. Nochmal, E-Moll, 4 Takte, G-Dur, 1 Takt, D-Dur, 1 Takt und A-Dur, 2 Takte. Der Refrain ist jeweils auch die gleiche Reihenfolge der Akkorde, allerdings nur 1 Takt pro Akkord. Monsterball mit dem Monsterblick von ihr, Monsterball. Das war's schon. Gleich mal die Ukulele in die Hand nehmen. Viel Erfolg. Dankeschön.